English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen passt heute eigentlich fast ausnahmsweise zum Thema. Normalerweise nehme ich ja als Intro-Tierchen oder meistens nehme ich was Themenfremdes, aber heute passt es schon mal ganz gut. Das hier ist ein Nilwaran. Ich glaube und denke, die Farbe ist axantik. Dem fehlen die gelben und roten Farbpigmente. Deswegen ist der so bläulich-grau, ne? Oder grün-blau, würde ich jetzt fast von der Farbe her sagen, ne? Grün-blau. Axantik, also Xanthos, sind ja die gelben Pigmente. Die gelben Pigmente fehlen dem. Das Tier habe ich letztes Jahr bekommen aus Afrika. Ja, auch eine tolle, spannende Variante. Und heute mein Intro-Tierchen ein bisschen als Einleitung in das Thema. Jetzt muss ich mein eigenes Intro Kleiweng in Frage stellen, weil ich jetzt gerade im Weglaufen sehe ich, am Schwanz hat er ja doch eigentlich gelb, ne? Also von dem her passt es axantisch oder nicht. Da haben wir schon gleich die erste Diskussionsgrundlage. Was denkt ihr als Community, um was für eine Farbmorph? Also ihr wisst alle, wie ein Nilwaran aussieht, beziehungsweise ich kann mal noch, für die, wo das jetzt nicht so im Kopf haben, können wir mal noch ein Foto einblicken von der normalen Farbe. Also völlig anders wie er hier. Eben von vorne her würde ich sagen, naja, habe ich eigentlich, ja, axantik, das passt. Aber wenn ich mir das Schwänzchen angucke, jede Menge Gelb drin, dann passt das mit dem Axantik doch nicht. Was denkt ihr drüber? Bin ich mal gespannt auf euer Feedback. Wie so oft in der Terraristik, beziehungsweise ich glaube speziell in meinem Business, fängt alles mit einer WhatsApp an, die man kriegt. Dieses Jahr diese WhatsApp bekommen mit diesem wunderhübschen Tierchen drauf. Sogar ein Film dazu von dem Tier. Und ich hatte Puls von, weiß nicht, wie hoch kann er gehen? Knappe 200. Und habe gedacht, ey, das kann ja echt nicht wahr sein. Also tatsächlich ist dies Jahr wieder in Afrika ein leuzistischer Nilwaran aufgetaucht. Meine gute Connection in Afrika, die haben sofort gedacht, das ist was, das braucht der Stefan. Nochmal Grüße nach Afrika. Tausend Dank, dass ihr da immer an mich denkt dabei. Am Anfang ist man natürlich nervös und aufgeregt, beziehungsweise dann geht auch die Schacherei wenn los um den Preis. Wie viel soll er denn kosten? Man will das Tier unbedingt haben. Man will natürlich nicht unendlich viel Geld zahlen. Dann geht es wegen hin und her. Man hat Angst, dass es natürlich irgendjemand an andere noch geht. Ist wirklich eine spannende Zeit dann. Kriegt man den Zuschlag, bietet man genug, kommt nicht ein anderer oder mehr zahlt, beziehungsweise ja, es geht dann eine Zeit lang hin und her, beziehungsweise die Frage dann auch, ist das Tier in Ordnung, ist es gesund, kommt es heile bei mir an, kriege ich die CITES-Papiere dazu. Das, was im Moment ganz spannend ist bei Nilwaranen, beziehungsweise nicht spannend, sondern ein bisschen kurios. Es gibt im Moment eine Richtlinie von CITES, dass die nur maximal 35 cm sein dürfen, um importiert werden zu können. Die Richtlinie ist ja gar nicht schlecht, weil damit will man sicherstellen, dass nicht irgendwelche Nilwarane in der Natur genommen werden, sondern dass das wirklich alles gezüchtete bzw. gerenschte Tiere sind, wenn das ganz kleine Babys sind. Das ist einerseits ganz gut, andererseits sowas wie so ein leuzistischer, den wird man tatsächlich nicht in der Natur finden. Also ein Waran mit weißer Farbe wäre in der Natur nicht überlebensfähig. Ne? Das ist bei einer Schlange, ich hatte es schon mal in vorherigen Folgen erzählt, also so ein Albino oder ein Piebald, Königspython, der kann in der Natur überleben, der lebt versteckt, der hat wenig Feinde. So ein kleiner Waran in Weiß, der lebt in der Natur wahrscheinlich keine zwei Tage, weil der wird einfach gefressen. Eben, und da gibt es diese Maximalgröße, 35 cm. Das heißt, wenn der
40 cm hat und nach Deutschland importiert wird, geht der Zoll hin, misst nach, sagt 5 cm zu viel und dann ist das Tier beschlagnahmt. Also das macht die ganze Sache noch spannender. Ja, und um euch nicht noch unendlich lang auf die Folter zu spannen, das hat alles mehr oder weniger perfekt geklappt. Der hübsche Kerl ist bei mir, ist kerngesund, ist schneeweiß. Jetzt werdet ihr denken, na, der ist ja gar nicht weiß, der ist ja rot oder rosa. Wer vor rund 10 Jahren die Geschichte vom Nils damals verfolgt hat, also für die Neueren unter euch, ich hatte schon mal vor über 10 Jahren oder vor ungefähr 10 Jahren so einen leuzistischen Nilwaran, der hieß damals Nils. Den habe ich ebenfalls so als kleines Baby bekommen und der ist dann leider, ich glaube, 3, 4, 5 Jahre später ist er leider gestorben. Der hatte eine Wunde am Schwanz, hat dadurch eine Sepsis bekommen. Wirklich oberschade. Der war so ein tolles, cooles Tier von der Optik her. Also wie gesagt, die werden schneeweiß, komme ich gleich nochmal drauf. Von der Optik her, von der Zahmheit her, der war völlig brav. Konnte man rausnehmen. Gab sogar mal so ein Skandalvideo, da haben wir den im Freien mal ein bisschen geschrubbt. Da war der Aufschrei groß in der Community, der arme Waran, der fühlt sich gar nicht wohl und so weiter. Aber das war echt ein ganz tolles Tier. Ich würde sagen, in meiner Terraristiklaufbahn eigentlich eins meiner Traumtiere. Und ja, wie gesagt, ich würde fast sagen, der liebe Gott hat mir noch mal einen nicht geschenkt, aber zumindest möglich gemacht. Noch kurz zum Tier eben selber. Ich bin überzeugt, die Farbform ist Leuzismus. Leuzismus heißt, sie sind weiß, aber haben schwarze Augen. Das ist auch das Tolle dran. Durch die schwarzen Augen haben die überhaupt keine Probleme mit UV-Licht oder irgendwas. Also die sehen ganz normal, die können ganz normal ins Sonnenlicht. Denen geht es wirklich tadellos. Am Anfang sehen die noch wenn so rötlich-rosa aus. Das ist einfach, weil die Haut noch dünn ist. Ne? Die Blutgefäße scheinen durch, das rote Blut, und deswegen sieht das alles noch wegen so rosa aus. Aber das, was jetzt so rötlich-rosa ist, wird wirklich schneeweiß, wird wirklich ein wunderschönes Traumtier. Einmalig auf der Welt, würde ich behaupten. Wie gesagt, damals gab es den Nils. Es gab vor 25, 30 Jahren in den USA schon mal einen Weißen, aber der ist auch nicht mehr, von dem hat man auch jahrzehntelang schon nichts mehr gehört. Somit denke ich, ist dieser hier. By the way, wir bräuchten vielleicht auch einen neuen Namen für den, dürft ihr gerne mal unten drunter posten, wie wir den taufen sollen. Nils der Zweite wäre ja schade. Geschlechtermäßig, also wenn ich muss ganz ehrlich sein, ich habe es mir noch gar nie, was das angeht, habe ich noch gar nie so richtig geschaut. Die Insider von euch, schaut selber mal. Ich würde sogar vielleicht minimal zu Männchen tendieren, was ich so sehen kann. Wäre natürlich toll, Männchen wären noch schöner, allein von der Größe und auch vom vielleicht Züchten, dass man mal damit züchten könnte. Euer Vorschlag, wie soll er denn heißen? Und ich bin echt happy mit dem neuen leuzistischen Nilwaran. Ich freue mich riesig. Ich habe es, bis er hier war, ich habe es niemand erzählt. Ich hatte so Angst, da geht was schief oder es klappt nicht oder irgendwie was ist oder so. Jetzt ist er seit, ich glaube, 4 Wochen ungefähr hier, 4, 5, 6 Wochen, hat sich toll eingewöhnt, ist schon ein bisschen gewachsen. Ich glaube, wenn man jetzt nachmessen, hat er die 35 cm schon knapp überschritten. Man muss sich mal überlegen, wenn der knapp drüber ist, dann würde, zieht es recht, dann müsste der höchstwahrscheinlich in Afrika bleiben, weil es meines Wissens keinen offiziellen Weg geben würde, wie der hierher käme, weil einfach Nilwarane über 35 cm nicht in die EU importiert werden dürfen. Ne? Also völlig crazy. Das wollte ich euch heute zeigen, oder den wollte ich euch heute zeigen. Ich freue mich riesig. Ich hoffe, ihr freut euch mit mir.
Wenn ihr das Tier genauso für genauso faszinierend halt, gebt mir einen Daumen hoch, Kanal abonnieren, wie gesagt, Kommentare drunter, gern zu meinem Leuzisten, gern zu dem Intro-Tierchen, welche Farbe das ist. Ich bin echt gespannt drauf, werde reinschauen und dann bis zur nächsten Folge. Check the Niles.